sich bei den Weltmeisterschaften bewähren. Jetzt aber noch einmal Dinara Bedredinova und Andrei Bardanov, die beiden Russen aus Moskau. Und das darf ich Ihnen schon sagen, Dinara ist eine tolle Springerin. Herrlich hoch, ganz schnell gedreht, das sind ihre Spezialität, die Sprünge und die Akrobatikteile. Es sieht alles so einfach aus. Wenn man vor dem Wettbewerb in der Trainingshalle steht und beobachtet die Trainingssprünge, dann entdeckt man auch, dass die beiden Paare, also die beiden Tänzer manchmal aufeinander knallen bei den Sprüngen. Das heißt, wenn er sie fängt, dann touchiert sie schon mal mit dem Schlüsselbein oder mit der Hüfte seinen Brustkorb und dann dürfen die Tänzer natürlich mal Aua sagen. Im Wettbewerb geht das alles gar nicht. Da muss Leichtigkeit aufs Parkett gezaubert werden und dann muss man eben auch so einen kleinen Flop durchstehen, das heißt, wenn man sich gegenseitig touchiert, übergeht man das einfach. Tausendfach trainiert, super saubere Sprungfolgen, nur fliegen ist schöner im Rock'n'Roll. Hier noch einmal Zeitlupenstudio, das war eine Doppelschraube, die springt Dinara als einzige bei den Rock'n'Rollern und das eine herrliche Akrobatik-Kombination. Die beiden sind